Ich war gerade in der Kabine, beziehungsweise bei uns im Kabinentrakt bei Union. Als ich dann seine Stimme erkannt habe oder es erahnt habe, dachte ich, wow, das ist ja Wahnsinn. Er hat erst zwei, dreimal nachgefragt, ob ich wirklich Kevin Behrens bin, weil er davor eine falsche Nummer von mir hatte. Und ja, das war dann ganz lustig, den kleinen Eisbrecher, haben wir ein bisschen gelacht, gescherzt. Zuerst meine Frau erzählt. Ja, die ist genauso so überrascht und gespannt, ob das alles wie ich hier.